Willkommen zu einer neuen Folge von SWAP. Heute wird es politisch und geschichtlich. Völkermord, Deutschland, Namibia, Versöhnung. Wir haben heute spannende Interviewpartner für euch und arbeiten mit euch die deutsche Kolonialgeschichte auf. Deutschland hat sich zu verantworten, und zwar eines Völkermordes in Namibia. Namibia, das liegt ganz im Süden von Afrika, hat ungefähr 2,5 Millionen Einwohner, ist aber mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Während des Deutschen Reiches war Deutschland Kolonialmacht in Namibia. Damals hieß es Deutsch-Südwestafrika und hat dort Völkermord begangen. Für diese Gräueltat möchte sich Deutschland jetzt entschuldigen. Und das schauen wir uns mal genauer an. Angefangen hat die deutsche Kolonialgeschichte im 19. Jahrhundert. Anfangs war Reichskanzler Otto von Bismarck kein großer Fan vom Gründen von Kolonien, anders als unsere Nachbarn, die Franzosen und die Briten. 1883 erwarb der Bremer Kaufmann Lüderitz Land im Süden Namibias. Dort entwickelte sich dann ein Handelsstützpunkt. Die gleichnamige Stadt Lüderitz entstand. Und damit der Beginn der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia. Namibia bestand schon damals aus verschiedenen Völkergruppen und die dort herrschenden Aufstände machten sich die deutschen Kolonialherren zunutze. Aber auch gegen die Deutschen selbst wurden die Aufstände immer größer. Sie verhielten sich rassistisch gegenüber den Einheimischen und begangen Menschenrechtsverletzungen. Sie nahmen sich Land und Ressourcen in Anspruch. Nachdem die von Witboi geführte Volksgruppe der Nama sich lange vor einem Schutzpakt mit der deutschen Besatzungsmacht gedrückt hat, zieht Gouverneur Leutwein im August 1894 in einem für beide Seiten verlustreichen Feldzug gegen die Nama, die sich bei anschließenden Friedensverhandlungen doch unterwerfen. Am 11. und 12. August 1904 schließlich, nach weiteren Aufständen der Herero, reagieren die deutschen Truppen mit aller Härte. Es kommt zur Schlacht am Waterberg. Die Herero sind unterlegen und werden in die Wüste gedrängt. Generalleutnant Lothar von Trotter erlässt den Vernichtungsbefehl, alle Herero, egal ob Männer, Frauen oder Kinder, zu erschießen. Im Laufe der folgenden Jahre wurden fast alle Nama und Herero vollständig getötet. Die Überlebenden kamen in ein Internierungslager. Es starben bis zu 80.000 Herero und mindestens 10.000 Nama, das sind mehr als 90%. 1921 wurde Namibia Südafrika zugeschlagen. Das Deutsche Reich war aufgelöst und der Versailler Vertrag sah vor, dass die Kolonien den Völkerbund gegeben werden. Dieser teilte Namibia Südafrika zu. Für Namibia folgte eine Zeit der Apartheid. Erst 1988 wurden in Namibia freie Wahlen möglich und auch die Unabhängigkeit von Südafrika. Heute ist Namibia eine demokratische Republik. Den deutschen Einfluss spürt man allerdings teilweise immer noch im Alltag, wie zum Beispiel in Straßennamen. Gesprochen wird jedoch mehrheitlich Afrikaans oder Englisch. Seit 2015 laufen offizielle Verhandlungen zwischen Deutschland und Namibia zur Versöhnung zwischen beiden Ländern. Dabei geht es vor allem um die Anerkennung eines Völkermordes an den Herero und Nama und Reparationszahlungen auch. Letzteres gesteht Deutschland Namibia in dieser Form nicht zu. Im Frühjahr 2021 wird schließlich eine Joint Declaration als Aussöhnungsvertrag zwischen beiden Ländern veröffentlicht. Dieser Vertrag sieht unter anderem vor, dass Deutschland in den nächsten 30 Jahren 1,1 Milliarden Euro an Namibia auszahlt für verschiedenste Projekte. Und wir treffen jetzt den Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Verhandlungen auf deutscher Seite. Ruprecht Polenz ist CDU-Politiker und ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages. Bis 2013 außerdem langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Guten Tag, Herr Polenz. Sie sind Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Verhandlungen zwischen Namibia und Deutschland. Was ist das für ein Abkommen, was Sie da ausgehandelt haben? Wir haben am 15. Mai eine Joint Declaration, also eine gemeinsame Erklärung, paraffiert, in der festgelegt ist, wie Deutschland für die Verbrechen zwischen 1904 und 1908, die damals vom Kaiserreich in der deutschen Kolonie Südwestafrika begangen wurden, um Entschuldigung bittet und dann eben auch, was daraus für die Zukunft folgen soll. Denn es ist ja nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern es ist ernst gemeint und deshalb hat das auch Konsequenzen. Auf was für einer Ebene wird dieses Abkommen ausgehandelt? Mit was für Leuten haben Sie gesprochen und verhandelt? Es waren Regierungsverhandlungen. Die namibische Regierung hat auch einen Sonderbeauftragten ernannt, Dr. Setten Gavirwe. Er ist leider jetzt an Corona gestorben. Und er ist ein sehr geachteter Herero,
In der Delegation, die er geleitet hat, waren Herero- und Nama-Vertreter. Sie waren bei jeder Verhandlungsrunde dabei und auch in den vorbereitenden Gesprächen in Namibia im sogenannten Technical Committee und im Political Committee waren Herero- und Nama-Vertreter dabei. Ich betone das deshalb, weil es auch Herero und Nama gibt, die sich beklagen, dass sie nicht dabei waren. Aber das war eine Entscheidung der namibischen Regierung, wen sie in ihre Delegation nimmt und wen nicht. Was waren Ihre persönlichen Ziele und Erwartungen, mit denen Sie in diese Verhandlungen gegangen sind? Und wie waren auch die Ziele gesteckt seitens der deutschen Regierung und der namibischen Regierung? Was wollten Sie dort genau erreichen mit diesem Abkommen? Ja, ich wollte erreichen, dass es eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Namibia gibt, die die Grundlage bietet für gesellschaftliche Versöhnungsprozesse. Wir haben nie Abschluss- oder Schlussstrichverhandlungen geführt, sondern wir haben darüber nachgedacht, was kann man heute tun, um die Lebenschancen der heute lebenden Namibierinnen und der Herero und Nama, aber auch eben der Namibier zu verbessern? Und was kann man heute tun, um die noch vorhandenen Wunden zu heilen? Und wie können Strukturen geschaffen werden? Dadurch sind wir auf die Idee dieser Stiftung gekommen, die dazu beitragen, dass wir zu einer gemeinsamen Erinnerungskultur kommen. Gerade im entwicklungspolitischen Kontext kommt oft die Kritik auf, dass neokolonialistisches Denken, gerade von uns Menschen aus der ersten Welt, wenn wir Projekte in der sogenannten dritten Welt durchführen, auftritt. Welche Gefahren oder Potenziale sehen Sie bei Schüleraustauschprojekten zwischen diesen zwei Ländern? Also ich würde mir wünschen, wenn es jetzt um den Jugendaustausch geht, dass diejenigen, die jetzt von deutscher Seite aus daran teilnehmen, mit neugierigem Respekt sich dafür interessieren und dann eben auch an den Programmen teilnehmen. Zunächst einmal zuhören, was namibische Jugendliche ihnen über ihre Geschichte, über ihr Land erzählen, nachfragen. Und erst wenn sie dann das Gefühl haben, also so ein bisschen sich einfühlen zu können in das Denken ihrer namibischen Altersgenossen, dann sozusagen mit eigenen Fragen, eigenen Positionen kommen und dann muss es einen Dialog geben. Ich glaube, wenn diese Haltung neugieriger Respekt das Ganze sozusagen prägt, dann muss man die Sorgen nicht haben, die Sie gerade gefragt haben. Herr Polenz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Gerne. Nun haben wir schon ziemlich gut aus der deutschen Sicht die Geschehnisse beleuchtet und erklärt. Wir wollen aber nicht nur aus unserer Warte heraus berichten. Um einen besseren Überblick zu bekommen, haben wir einer jungen Nama aus Namibia Fragen gestellt. My name is Yovika Kamukoyanje. I'm an 18-year-old learner from Windhoek, Namibia. I heard about the genocide from my grandparents. I was around the age of 9 or 10. They'd always tell me stories about it. It isn't a common topic because most of my peers believe that because the genocide and history in general occurred in the past, it should stay in the past. I was not actively involved in the negotiations that were taking place between the representatives of both nations. And yes, in a way I was, because my granddad, who was the paramount chief of, he's the former paramount chief of the Ovahereros, so he was actively involved in the negotiations and all that involved or related to the genocide. So through that we would have conversations, casual conversations actually, about what it was that was going on. Politically, I'd say that it's great that the Germans are finally acknowledging what had happened. However,
the joint declaration, the Germans are not stating whether or what the payment is for the 1.1 billion euros. It's merely a contribution to the Herero and Ama communities rather than reparations or compensation for the genocide. Whereas the Namas did not have a representative. And I think it would have been best for the German government to be dealing with the affected communities directly instead of the Namibian government, because the government is sort of dealing with all communities and all tribes, and it's only the Namas and the Hereros that were affected. However, the government, the German government, does not recognize the traditional authorities of the Nama and the Wa Herero. The Namibian government had appointed an Oshi Herero speaker to represent both parties, whereas it would only be fair to have a representative from both parties. The victors write the history books, and with history there's always, you know, a flip side to the coin. There's always two sides to a story. So familiarize, or we should familiarize ourselves with what had actually happened and why the Herero and the Nama communities are fighting for or demanding justice for the lives that were lost. I also believe that it may have been that the pride of the Ova Herero and the Nama people was broken down. So how is life now in Namibia as a Nama or Herero? Is there any discrimination in your daily life? No, there isn't, not at all. It's actually pretty great. I go to a German school and my teachers are amazing beings. So there's no discrimination whatsoever. Are you looking optimistic into the future? Do I have a choice? yeah, definitely, I am. I need to keep forwards. It's only fair to keep a positive attitude towards the future, so yes. In closing, I would like to say thank you very much for allowing us the time to ask you questions and get insight into your thoughts on this. And we wish you all the best and luck for the future. Thank you. Likewise. So, das war's von uns. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und kennt euch jetzt besser aus, wenn ihr das nächste Mal was von Namibia, Deutschland, Völkermord und Versöhnung hört. Bis dahin, bleibt stabil. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.